Eure Karl Meisters lesen aus Weihnacht. Winnetou und Old Shatterhand in ihrem ungewöhnlichsten Abenteuer. Die große Charity-Lesung zugunsten der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Let's go! Kapitel 40. Da kam der Häuptling mit zwei Roten und forderte uns auf. Old Shatterhand und die beiden Bleichgesichter mögen sich in ihre Hütte begeben. Warum? Fragte ich. Ihr müsst wieder gefesselt werden, denn die Beratung wird in kurzer Zeit beginnen. Well, man binde uns. Ich weigerte mich nicht, denn ich musste mein Wort halten. Aber als mir die Hände zusammengebunden wurden, hielt ich sie so, dass, wenn ich sie später fester zusammenlegte, die Riemen nicht mehr schlossen. Das gab mir, für alle Fälle, die Möglichkeit, mich zu befreien. Übrigens verfuhr man gar nicht sorgfältig, wie man es bei gefährlichen Leuten jedenfalls getan hätte. Unsere Waffen wurden uns zwar auch abgenommen, aber nicht fortgeschafft, sondern neben uns hingelegt. Die Art und Weise, wie man sich unserer Personen versicherte, war also nicht trostlos. Als man damit fertig war, sagte Jakon Pitopa zu mir: »Ich weiß, was meine alten Krieger denken. Sie sind alle gegen euren Tod. Aber P.T. wird darauf bestehen, euch am Marterpfahl sterben zu sehen. Weiß Old Shatterhand, was zu geschehen pflegt, wenn sich zwei solche Meinungen nicht vereinigen lassen?« »Ja. Das Urteil wird auf Zweikampf gefällt. Würde Old Shatterhand damit einverstanden sein?« »Ja.« Er ließ einen langen, ernsten Blick an meiner Gestalt hinabgleiten. »Ich weiß, dass dich noch niemand besiegen konnte, und ich will dich nicht beleidigen, aber hast du den Körper des Häuptlings der Blutindianer gesehen?« »Ja.« »Seine Arme sind wie Pranken des Bären.« »Pschau! Mir ist noch kein Bär entkommen.« »Und seine Hinterlist ist groß.« »Die List eines Bären macht mir keine Sorge. Er wird Waffen wählen, in denen er Meister ist. Er wäre dumm, wenn er das nicht täte. Und eine Art des Kampfes, der den Bleichgesichtern unbekannt ist. In Beziehung auf die verschiedenen Arten des Kampfes habe ich auch eine rote Haut.« Old Shatterhand führt eine sehr zuversichtliche Sprache. Die Krieger der Upsarokas würden sich freuen, wenn er ebenso zuversichtlich kämpfte. Hat er mir einen Wunsch mitzuteilen? Nein. Nur zu eurem eigenen Besten will ich die Bemerkung machen, dass es geraten ist, den Zweikampf, falls er stattfinden sollte, so weit wie möglich hinauszuschieben. Das wird sich P.T. nicht gefallen lassen. So tut, was er will. Mir ist es gleich. Was sollen wir sagen, wenn P.T. fordert, dass diese beiden anderen Bleichgesichter auch kämpfen sollen? Suche es dahin zu bringen, dass ich es für sie tun kann. Ich werde dafür sorgen. Jetzt sind wir fertig. Es wird keine leichte Beratung sein.« Er ging, und als er fort war, fragte mich Carpio, der unserem Wechselreden nicht hatte folgen können: »Was sagte er? Denkst du denn wirklich, dass es zu einem Zweikampf kommt?« »Da die Krähen für unser Leben sprechen werden, bin ich nun überzeugt, dass er nicht zu vermeiden ist.« »Ein wirkliches Duell?« »Ja. Doch ein indianisches.« »Auf Leben und Tod?«
Ja. Und das sagst du mit solcher Ruhe, als ob es sich darum handelte, eine Tasse Kaffee zu trinken. Lieber Sappho, was bist du doch für ein unbegreiflicher Mensch geworden? Denke dir, ein Zweikampf. Wie sind wir früher vor Hochachtung zusammengesunken, wenn von Schmissen die Rede war? Und ein indianischer Waffengang ist doch wohl etwas gefährlicher. Will es meinen, lachte ich. Bist du ganz sicher, dass du den roten Kerl abführst? Ja. Ich stellte mich zuversichtlicher, als ich war, denn ich durfte ihn doch nicht um mich besorgt machen. Dieses Selbstvertrauen erweckte das Seinige in der Weise, dass er sich erkundigte: Höre, werden wir zuschauen dürfen? Nicht nur dürfen, sondern sogar müssen. Die Mitgefangenen sollen alle mögliche Angst durchkosten. So ist es Brauch. Ach, ich habe gar keine Angst um dich. Bitte tu mir doch den Gefallen, mich als Sekundanten vorzuschlagen. Sekundanten gibt es nicht. Das ist schade. Welche Waffen wird man wohl wählen? Das weiß ich noch nicht. Jedenfalls solche, in denen mir PT überlegen zu sein glaubt. Lassen wir das für nachher. An den Kampf zu denken ist noch Zeit, wenn er beginnt. Das ist richtig. Machen wir uns also jetzt noch keine Sorgen. Rost hatte mehr Verständnis für den bevorstehenden Zweikampf als der ahnungslose Carpio. Er warf mir besorgte Blicke zu. Aber ich winkte ihm, still zu sein. Und so schwieg er. Es verstrichen über 2 Stunden. Die Verhandlung verlief sehr stürmisch. Endlich kamen 4 Krieger, die mir mitteilten, dass sie mich vor die Versammlung zu bringen hätten. Die Füße wurden mir losgebunden, so dass ich ausschreiten konnte. Und dann nahmen die 4 mich in die Mitte. Man hatte die Beratung hinaus vor das Lager an den Bach verlegt. Da saß Jakon Pitopa mit den Ältesten seiner Krieger. Ihm gegenüber PT mit Inua Nema, seinem alten Vertrauten. Um diese herum hatte sich ein Kreis hockender Indianer gebildet, der von einem noch weiteren Kreis stehender Krieger eingeschlossen wurde. Ich wurde in den Inneren geführt und sah sofort, dass sich PT in großer Aufregung befand. In seinen Augen loderte ein Feuer von Hass und Wut. Der Gefangene muss stehen bleiben. Das fiel mir aber nicht ein. Sobald meine Begleiter vor mir zurückgetreten waren, schritt ich so weit vor, dass ich die 2 Häuptlinge zu meinen beiden Seiten hatte und setzte mich danieder. Kaum war das geschehen, so stieß PT einen Schrei des Grimms aus und brüllte: Auf mit diesem räudigen Hund! Auf mit ihm! Er soll auf seinen Pfoten stehen bleiben! Ich tat, als ob ich diese Worte nicht hörte. Der Häuptling der Kikerzas hatte als Vorsitzender die Pflicht, mich auf meine Kühnheit aufmerksam zu machen. Er sagte zu mir: Old Shatterhand darf nicht vergessen, weshalb er sich hier befindet. Er muss stehen. Ich warf einen prüfenden Blick im Kreis herum und sah, dass die Upsarokas sich über mein Verhalten freuten, weil es den Blutindianer so ärgerte. Darum antwortete ich ruhig: Wo gibt es einen Menschen, der mir befehlen darf, stehen zu bleiben, wenn ich mich setzen will? Ich befehle es, ich! Schrie mich PT an. Ich ließ ihn unbeachtet, sah den Kikazar verwundert an und fragte: Was ist das für eine Stimme? Ich habe bisher geglaubt, dass nur ernste, bedächtige Männer beim Feuer der Beratung sitzen dürfen. Hier aber klingt eine Stimme wie die eines zornigen Büffelkalbs.
Duldet Jakon Pitopa, der Häuptling der Kikatsas, eine solche Sprache in der Versammlung seiner weisen und erfahrenen Männer? Ob Old Shatterhand sitzen oder stehen will, das kommt doch nur auf ihn alleine an. Wie kann man darüber die Ruhe verlieren, die der größte Schmuck im Gesicht eines jeden Kriegers ist? PT zwang sich, in möglichst ruhigem, stolz klingendem Ton zu erklären: Mag er jetzt sitzen oder stehen? Ich sehe es nicht. Ich werde ihn dafür dann mit solcher Gewalt niederschmettern, dass er für immer liegen bleibt. Nun ergriff Jakon Pitopa, ohne mich wieder zum Aufstehen aufzufordern, das Wort. Old Shatterhand ist uns von den Kriegern der Blutindianer, denen er in die Hände fiel, ausgeliefert worden, damit wir über das, was mit ihm zu geschehen hat, beraten sollen. Die weisen Männer des Stammes sind zusammengetreten und haben Folgendes beschlossen. Old Shatterhand ist stets ein Freund der Upsarokas gewesen. Darum darf ihm von ihnen nichts geschehen. Er und die beiden Bleichgesichter sind frei. Sie können gehen, wohin sie wollen. Und sie dürfen alles nehmen und behalten, was ihnen gehört. Aber PT, der Häuptling der Blutindianer, der ihn gefangen genommen hatte, fordert sein Leben und ihr Leben und geht nicht von seinem Willen ab. Die Krieger der Upsarokas dürfen ihn nicht hindern, es ihnen zu nehmen, wenn er kann. Darum ist beschlossen worden, dass er mit ihnen kämpft. Erst mit Old Shatterhand und dann mit den beiden Bleichgesichtern. Pete hat verlangt, dass es ein Kampf auf Leben und Tod sein soll, und es ist ihm gestattet worden. Er hat zu bestimmen, welche Waffen genommen werden sollen und aus wie viel Teilen der Kampf bestehen soll. Stattfinden wird der Kampf heute, eine Stunde bevor die Sonne untergeht. Die Bedingungen müssen vorher besprochen werden, und die Krieger der Upsarokas werden dafür sorgen, dass nichts gegen das geschieht, was ausgemacht worden ist. Pete, der Häuptling der Blutindianer, mag bestätigen, ob ich richtig gesprochen habe. Nach dieser Aufforderung stand Pete auf, nahm die stolzeste Haltung an, die ihm möglich war, und machte eine verächtliche Gebärde zu mir hin. »Ich bin P.T., der berühmte Kriegshäuptling der Blutindianer und noch nie von einem Feind überwunden worden. Bisher habe ich nur mit starken, mutigen Feinden gekämpft. Heute aber zwingt man mich, mich an einem feigen Kojoten zu vergreifen, denn wenn ich das nicht täte, so würde man ihn laufen lassen. Ich werde ihn darum mit einem einzigen Griff meiner Hand erwürgen und dann seinen Leichnam den Geiern vorwerfen. Seinen Begleitern wird dasselbe geschehen. Ich habe gesprochen. Hau!« Er setzte sich wieder, und nun richtete Jakon Pitopa an mich die Aufforderung. »Old Shatterhand hat die Worte seines Gegners gehört. Er mag nun auch sprechen.« Es ist erwähnt worden, dass mir die Riemen nur locker um die Hände gebunden worden waren. Während PT sprach, war es mir geglückt, die eine Hand aus der Schlinge zu ziehen, wodurch die andere selbstverständlich auch frei wurde. Ich nahm also jetzt die beiden Hände vor, stand auf, warf den Riemen weg und sagte: »Sprechen soll ich?« Old Shatterhand pflegt in Taten zu reden. Eine Stunde vor Untergang der Sonne werde ich am Platz sein. Hau!« Ich wandte mich ab, um den Beratungsort zu verlassen. Da sprang PT schnell auf und schrie: »Wer hat diesem Hund erlaubt, seine Fesseln wegzuwerfen? Er muss sofort wieder gebunden werden!«
Jakon Pitopa wurde durch diese Aufforderung in Verlegenheit gebracht, das sah ich ihm an. Ich hätte eigentlich bis zum Beginn des Zweikampfes gebunden bleiben sollen, aber er getraute sich nicht, mir das zuzumuten, nun, da ich mich doch einmal frei gemacht hatte. Ich nahm mich darum seiner Verlegenheit an, indem ich an seiner Stelle entgegnete. »Es ist von den Kriegern der Obsarokas beschlossen worden, dass ich frei sein soll. Nun wohl, ich bin frei. Kein Obsaroka wird die Absicht haben, gegen diesen Beschluss zu handeln. Wenn es aber ein Blutindianer wagen sollte, die Bestimmung der alten, weisen Krieger zu brechen, so komme er heran und versuche, mir die Fesseln wieder anzulegen. Da ist der Riemen und hier sind meine Hände.« Keiner rührte sich, und ich entfernte mich. Der Doppelkreis der Roten öffnete sich mir, und niemand machte den Versuch, mich zurückzuhalten. Ich schritt geradewegs zu unserer Hütte, um Carpio und Rost loszubinden, denn wenn ich frei war, durften auch sie nicht gefesselt sein. Der Vormittag und auch der Nachmittag vergingen, ohne dass der Häuptling sich blicken ließ. Wir spazierten, um uns die Zeit zu vertreiben, im Lager umher und wurden überall wohl aufgenommen. Es bedarf wohl keiner Versicherung, dass aller Gedanken auf den zu erwartenden Kampf gerichtet waren. Es herrschte seinetwegen eine ungewöhnliche Aufregung unter den Leuten. Wer siegen und wer unterliegen würde, das war nicht vorauszusagen. Da die Krähen mir den Sieg wünschten, so bedauerten sie lebhaft, dass PT die Waffen und die Art und Weise des Kampfes zu bestimmen hatte. Es verstand sich von selbst, dass er nur zu seinem eigenen Nutzen wählen würde. Man meinte, ich sei, wenn auch zehnmal Old Shatterhand, doch immer nur ein Bleichgesicht und könne in der Führung indianischer Waffen und in der Kampfweise der Roten nicht so bewandert sein wie ein Innsman, dem Pfeile, Messer und Tomahawk förmlich zu Händen und Fingern geworden sind. Diese Betrachtungen hatten eine Spannung zur Folge, die immer größer wurde und umso peinlicher war, je länger es dauerte, bis PT sich herbeiließ, seine Bestimmungen laut werden zu lassen. Was mich persönlich betrifft, so tat mein Herz keinen Schlag mehr als gewöhnlich. In der Führung indianischer Waffen war Winnetou mein Lehrmeister gewesen. Mehr brauchte ich nicht zu sagen. Er hatte mir bisher stets ein gutes Zeugnis gegeben, und so fiel es mir gar nicht ein, mich vor irgendeinem Indianer zu fürchten. Mein Kopf war frei, mein Auge klar und meine Stimmung unbeirrt heiter. Diese Kaltblütigkeit, die durch nichts zu erschüttern war, hatte mich schon manchem Gegner überlegen gemacht. Ich besitze sie heute noch in demselben Maße wie früher. Es kann mich nichts aus der Fassung bringen. Die Zeit des Kampfes rückte heran, und die Indianer begannen sich allmählich an den Platz zu begeben, der für den Waffengang ausersehen war. Und nun noch fröhliche Weihnachten, hoffentlich ohne jeglichen Waffengang, ob jetzt familiär oder weltweit gesehen. Und einen guten Rutsch in ein hoffentlich friedliches, gesundes neues Jahr. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ein Schlaganfall kann jeden treffen. Bitte helfen auch Sie jetzt unter schlaganfall-hilfe.de/karlmay.